Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir sind wieder auf W50 unterwegs und heute werden wir mal schauen, was so in den Dungeons vielleicht geht. Denn wir haben ja hier auf dem Server jetzt auch alle, ja, Verzauberung freigeschaltet. Hier alle Schriftrollen sind da, unter anderem jetzt auch nicht zu guter Letzt die, ja, Waffenverzauberung hier für 5% mehr kritischen Schaden, ne? Und dann werden wir dazu noch heute das Dämonenportal, ja, höchstwahrscheinlich legen. Deswegen sieht das gar nicht mal so verkehrt aus für eventuell ein paar neue Chancen in den Dungeons, ne? Werden wir mal schauen, was heute so geht. Wir werden ja nicht allzu viel hier reinbuddern, denn wir wollen ja unsere Mine ein bisschen in Ausbau jagen. Mein Ziel ist es so, Stufe 15 zu erreichen bis zum Event. Und ja, das sollte hoffentlich klappen. Und dann skippen wir mit Edelsteinmine Stufe 15, dann ein paar legendäre Steine und hoffen mal, dass wir dann ein bisschen, ja, damit vorankommen werden, ne? Aber zuallererst gucken wir erstmal, dass wir, ja, in den Dungeons ein bisschen vorankommen und eventuell, ja, noch das ein oder andere Level bis zum Legendary Dungeon schaffen. Wäre natürlich ganz super, damit wir da natürlich auch mit einem besseren Level da reingehen und ein bisschen länger was auch von den Legi-Items haben. Das ist natürlich auch klar und die Items natürlich auch ein bisschen besser sind denn so, ne? Deswegen versucht man natürlich ein relativ hohes Level bis dahin zu erreichen. So. Was ich heute vorhab, ist der Komma-Kommandeur. Den hätte ich ganz gerne eigentlich gesehen, dass der liegt, ne? Ansonsten in der Lichtwelt ist Thor mit einer 1%igen Chance jetzt mittlerweile auch am Start. Und ja, das sollte dann, wie gesagt, so um die 100 Pilze dann kosten etwa, den zu tryen. Oh, Sammelalbum zu 90%. Ja, nice. Wie habe ich denn das jetzt einfach so freigeschaltet? Ja, nehme ich. Ach so, ja, bestimmt hier durch den Portalgegner jetzt gerade, ne? Ja, sehr gut, nice. Ja, sehr nice. Gut, werden wir aber erstmal, bevor wir hier in die Dungeons reingehen, alles andere machen, damit wir dann auch hier dementsprechend gut vorbereitet sind. Wir nehmen mal hier noch ein Item und werden das auch mal in die Toilette schmeißen. Oh, der Mana-Trank ist voll. Dann gehen wir mal kurz hier zur Spülung und kriegen ein Epic. Ja, aber ist kein gutes. Das heißt, das wird gleich wieder hier verwertet und reingeschmissen, zerlegt das Item, das Ganze hier. Und dann war es das. So, wir haben ein paar Ringe. Ja, 1,2 und 1,1 Millionen Gold. Das schmeckt natürlich. So, und dadurch haben wir jetzt natürlich wieder einen Skillpunkt gewonnen, den wir in Ausdauer stecken. Okay, wir sind gerade auf Platz 46 hier. Wir sind relativ hoch. Ne, liegt aber auch daran, dass wir relativ früh am Morgen spielen, aber... Ja, ist ganz cool auf jeden Fall. Freue mich, ne? Mal gucken, wen wählen wir hier aus. Wir nehmen mal ihn hier. Gut, und da haben wir auch gleich wieder verloren. Kriegen gleich wieder aufs Maul hier. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass mein Erfolg hier nicht lange halten wird. Ja, aber okay. Gut, wir gucken mal erstmal bei Thor rein, so, ne? Thor, natürlich, wäre gut, wenn wir hier eine andere Rune hätten als Blitzschaden. Haben wir aber nicht. Deswegen müssen wir ihn so versuchen. Ja, nicht viele Tries. Mir ist er jetzt auch nicht viele Tries wert. Wenn er mir es jetzt wert wäre, dann würde ich meine Rune ändern. So ist es mir jetzt aber nicht sehr viel wert, hier Pilze reinzustecken. Nur mal ein paar, vielleicht fällt er mit ein bisschen Glück. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und er fällt. Ansonsten ja, lassen wir hier bald die Finger von und gucken dann eher in die Schattenwelt rein. Denn dort sind die Gegner, die uns wirklich viel Erfahrung bescheren. Ne? Gut. Der Thor, der zickt ein bisschen rum, ne, wie gesagt, so binnen 100 Pilze könnte er fallen, aber es könnte natürlich auch sich noch länger rausstrecken. Okay, gut, mehr investieren wir hier aber nicht, das ist jetzt nicht so worth. Was worth wäre, wäre der Koma-Kommandeur. Der wäre wirklich sehr nice, wenn wir den besiegen, allerdings ist der halt auch von der prozentualen Anzahl her deutlich schwieriger als jetzt zum Beispiel der Thor-Gegner, den wir in der Lichtwelt hatten. Ne? Aber vielleicht kriegen wir ihn ja trotzdem down. So, das wäre ganz nice. Wir bräuchten unbedingt eine neue Waffe mittlerweile. Das wäre ganz nice.
Aber es lohnt sich halt jetzt nicht noch nach einer Waffe zu suchen, großartig vor dem Leggy Dungeon. Ich hatte mir schon überlegt, vielleicht eine pure Stärkewaffe zu holen, aber ob ich dann so viel besser bin, weiß ich auch nicht. Also vom Durchschnittsschaden her schon. Bräuchte dann aber auch wieder Qualitätssachen, die ich dann anziehe, damit sich das denn richtig lohnt. Ja, das ist mittlerweile mit viel Aufwand verbunden irgendwie. Wir gucken mal erstmal sonst vielleicht mal in den Wirbelwind. Vielleicht geht auch da ein bisschen was. Ja. Jetzt so mit der neuen Verzauberung, mit dem neuen Portalbonus. Ja, gehen da ein paar Etagen. Das ist ganz nice. Mal schauen, wie sieht die nächste aus. Wir gucken erstmal hier, was haben wir denn hier Schönes? Ja, plus 50 Durchschnittsschaden hier schon. Und wie gesagt, ich habe keine einzige Qualitätsrune drin. Das würde sich schon echt lohnen, muss ich sagen. Ich weiß bloß nicht, ob es sich lohnt, jetzt hier für extra. Ja, weiß ich nicht. Also ich bräuchte halt ich bräuchte Qualitätsruhen so, ne? Dann wäre ich so bei 60, 70, so vielleicht, so im Durchschnitt mehr. Auf einer normalen Waffe. Ich glaube, das würde es schon irgendwie bringen. Aber es wäre auch mit viel Pilzaufwand verbunden, muss ich sagen. Ja. Ist natürlich auch mit viel Pilzaufwand verbunden, sich hier durch die Dungeons zu schnetzeln. Das ist natürlich auch klar. Ne? Also das will ich hier gar nicht irgendwie runterreden. Auf jeden Fall. Und Inventarplatz wollen wir natürlich auch. So. Trotzdem hoffe ich immer noch mal auf den einen Lucky Try vielleicht, dass wir eventuell doch keine neue Waffe brauchen bis zum Leggy Dungeon und vielleicht noch ein paar Etagen weiterkommen. So. Das ist schon mal sehr wichtig, dass wir hier die nächste Stufe erreicht haben. 331 sind wir jetzt. Ja. Plus 56 jetzt schon Durchschnittsschaden. Ich glaube, ja, wenn man jetzt so ein bisschen blättern würde. Wie gesagt, mit Qualitätsruhen, das würde sich schon lohnen, denke ich mal. Ne? Aber Hauptsache jetzt erstmal hier 331, das ist sehr gut. Mal schauen, vielleicht geht noch ein bisschen was im Wirbelwind. Ja, da fallen aber noch ein paar Etagen tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass hier noch ein paar tatsächlich so noch machbar sind. Ne? Habe ich jetzt mich nicht ehrlicherweise drinne gesehen, großartig. Aber ist natürlich umso nicer, auf jeden Fall. Ne? Wir sind jetzt Etage 405. Und das ist, glaube ich, ein sehr harter Blockgegner. Ne? Ja, wie gesagt, Tor sollte machbar sein. Aber ich möchte eigentlich eher den Koma-Kommandeur in der Schattenwelt legen, anstatt hier irgendeinen Lichtgegner. Deswegen, ich hatte auch schon übelst knappe Tries gegen den in der Schattenwelt hier gehabt. Deswegen, ja, geben wir ihm mal noch ein paar Versuche. Wenn es nicht klappen sollte, dann, ja, müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Würde mich natürlich übelst freuen, wenn wir den besiegen noch. Also ein Level würde ich schon noch gerne mit 332. Das wäre schon nice, wenn wir mit dem Level in den Leggy Dungeon reingehen könnten. Das sollte vielleicht machbar sein. Wir haben ja noch Zeit bis Freitag, ne? Bis Freitag haben wir ja noch Zeit. Und ja, wenn wir da den Komma-Kommandeur besiegen könnten, dann hätten wir nochmal 300 Millionen XP. Dann kriegen wir ja noch ein bisschen Alu zusammen bis dahin. Und vielleicht noch den ein oder anderen Gegner noch so zwischendurch. Tor sollte bis dahin auch, denke ich mal, längst fallen. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall ein gutes Level, womit wir denn halt den. Oh, betreten können, den Dungeon hier. Den snacken wir uns aber mal hier. Der sollte aber vielleicht machbar sein. Oder auch nicht. Okay, er ist absolut nicht drinne. Ah, alles klar. War. Oh, oder vielleicht doch. Oh, vielleicht. Ah, nice. Haben wir den zur Strecke gebracht. 1% Schadensportalbonus. Nice. So. Ja, nice. Jetzt haben wir das auf jeden Fall. Ach nee, bei der Hydra war das, glaube ich, mit den Achievement, ne? Ich glaube, bei der Hydra war das Achievement, dass man den letzten Schlag hitten muss, ne? Ja, okay. Hier bei der Hydra brauchen wir das nicht beim Dämonenportal. Ich habe mich schon gerade gefreut. Das Achievement habe ich nämlich immer noch nicht hier bei der Hydra. Das brauche ich noch auf jeden Fall. Aber gut. Ja, hätten wir das mal jetzt davor gehabt, jetzt haben wir wieder 1% mehr Schaden durch ja, den Portalbonus, ne? Das würde vielleicht schon den ein oder anderen Try, ja, mehr gebracht haben. Wir geben mal noch so, ja, noch so 10, 20 Pilze. Wenn er bis dahin nicht fällt, dann lassen wir ihn erstmal hier weiter in Frieden ruhen, ne? Und ja, dann müssen wir erstmal die nächsten Tage
denn uns weiterhin verbessern. Ja, gut, den lassen wir jetzt erstmal soweit. Ne, wir sind auf jeden Fall ein Level abgekommen. Das ist immer ganz zufriedenstellend. Ne? Wenn man ein so ein Live-Level in der Folge schafft, ist das immer ganz cool. Ne? Ansonsten denke ich mal, wird es das heute soweit gewesen sein. Wir sind Stufe 331, das ist ganz nice. Und ja, bis zum Freitag jetzt sollte Edelsteinmine 15 mein Ziel sein. Und eventuell Stufe 332 sollte auch noch machbar sein. Und dann habe ich ganz gute Voraussetzungen auf weiteres denn. Ne? Alles klar. Gut. Das war es soweit von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Thank you.